Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Ich suche jetzt hier die Gladiatoren. Die verschwunden sind. Und die sind auch ganz in der Nähe. Wie gehe ich am besten vor? Wenn ich die Gladiatoren befreie, kämpfen die doch sicher mit, oder? Lass kurz gucken, von wo ich einsteige. Am besten ist es, wenn ich von hier aus einsteige. Ja. Warte mal. Ich kann doch auch Brandbomben. So, das war's. Mehr habe ich nicht. Es ist Zeit für dein nächstes Leben. Verdammt! Wir müssen auf, habe ich dich! Okay. Jawohl. Hey, wirst du schon hab dich. Schluck das, du Luder. Könnt ihr stoppen, ne? Und lesen. Das ist der Name von einem der Gladiatoren. Hat er seine Entführung nur vorgetäuscht? Hier ist einer der Gladiatoren. Er scheint betäubt worden zu sein. Ich bringe ihn hier raus. Moment. Ich denke, wir nehmen denselben Weg wie den ich gegangen bin. Okay, bei kann keiner. Hey! Scheiße. Hey, was? Alarm! Angriff! Klappe zu. Voll ins Feuer gesprungen. Okay, das sieht gut aus. Wer bist du? Egidio ließ mich nach dir suchen.
Kannst du laufen? Ich versuch's. Toll. Na komm runter. Nein. Ah. Ja, ich weiß, Pferd. Ich war jetzt auch gerade ein bisschen genervt davon. Dein Name ist Wamukota, ja? Ich fand einen Brief von Kosei. Dieser Bastard. Unfassbar, dass er uns eine Falle gestellt hat. Ist Egidio wohl auf? Ihm geht es gut. Er ist mit deinem Besitzer an der Arena von Kyrene. Weißt du, wo Kosei ist? Die Banditen sagten etwas von einem See auf dem Berg im Norden. Du solltest dich etwas ausruhen. Ich finde Kosei. Pass auf, mein Freund. Kosei ist sehr stark. Ja, toll. Ach nö, echt jetzt? Na gut, dann muss ich da wohl eben wieder durch. Er ist sehr stark. Wie kriege ich den denn am besten dann tot? Am besten ist es, wenn ich erst mit vollem Bogen angreife. Und dann mit dem Rest, oder? Wäre sinnvoll, auf jeden Fall. Und das zwei Löwen und zwei Pferde? Jo. Wow. Warte mal. Da. Wow. Alter. Moment mal, Ausrüstung. Wow. Ha! Zu Außenhock und Paket! Huchala. Oh. Ha. Hallo. Oh, der hat mein Pferd umgehauen, die alte Sau. Oh. Ha. Ah, es hat nicht funktioniert. Oder? Wow. Ah doch, das ist mein Zama. Okay, super. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal eine starke Waffe dabei. Wow. Das ist auf jeden Fall von Vorteil. Definitiv von Vorteil. Das ist der See, den Wamukota erwähnt hat. Nun, wo ist Kosei? Wow. Kann der schwimmen, nicht, Löwe? Ich glaube, der Löwe ist abgehauen. Ah, ne, da ist er. Klage eines Banditen. Ich sitze allein, wie gern ich wüsste, warum mein Leben voller Seufzer ist. Als Junge hing ich einem Traume nach, Verse zu schreiben an einem Bach. Ich wäre ein berühmter Poet, denn man kennt, wo er geht und steht.
Doch zogst mich zum Verbrechen hin, worauf nicht wirklich stolz ich bin. Bauern berauben und verjagen wollt mir nie so recht behagen. Nun bin ich das Banditenleben leid und kehrt zurück zu meinem zänkischen Weib. Willst du mir Edelsteine, so stiehl sie doch alleine. Markus, ein Bandit. Ja. Wie komme ich denn jetzt nach unten? Und unser Tier ist gerade ertrunken. Ja, super. Ein Kind ganz allein. Hallo, meine Kleine. Was machst du denn hier? Ich bin nicht klein. Ich bin schon 5. Oh, verzeih mir. Mein Name ist Bayek. Und wie heißt du? Sonalika, nach Hause zu deiner Mutter. Sofort. Ich bin nicht hier, um zu kämpfen, Kosei. Ich bin damit fertig. Du bist der Letzte, den ich töte. Ich will doch gar nicht. Nur die Ruhe. Du willst ein... Nicht hören, oder? Genug geredet! So, die habe ich geworfen. Genug von seinen schmutzigen Tricks! Wow. Hä? Oh, danke schön. Entschuldige meinen Mann. Es war eine schwierige Reise. Wamukoto hat mir alles erzählt. Zum Glück geht es ihm gut. Ich wollte nicht, dass er verletzt wird. Warum täuschst du deine Entführung vor? Kannst du dich nicht einfach von Thanasis freikaufen? Das wollte ich. Er weigerte sich. Als sein bester Gladiator bringe ich ihm viel mehr ein. Bleib bei deiner Familie, Kosei. Ich kümmere mich um Thanasis. Dich haben die Götter geschickt. Ja, das haben schon viele von mir gesagt. Kosei ist ein noch besserer Vater, als er ein Kämpfer ist. Die Banditen haben Wamukoto betäubt. Wir mussten ihn ruhig stellen, bis ich entkommen war. Wieder nicht hin. Du machst den Ameisen Angst. Den Ameisen? You wish you better be. Irgendwo ist doch hier der Dingens. Armer Löwe. Okay. Oh, bitte. Ja. Was haben wir jetzt für Kapitän? Oh, ich glaube, da reite ich jetzt eben selber hin. Weil hier gibt es ja keine Straße, dem das, also wo das Pferd folgen könnte. Und so machen wir das einfach mal selber. Wow. Oh.
Komm schnell. Die grünen Berge. Grüne Berge. Und oh. Falsch gelandet, sehr falsch gelandet. Na, geh nicht doch. Leopard noch hinter mir. Jawohl, nicht. Oh, holla. Bin ich denn jetzt drüber gelaufen? Wow, 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 wow. Ha! Oh. Mein Leopard wird gerade von Schlangen zerbissen. Nee, doch nicht, also. Hier finden die Kreuzigungen statt. Aparte muss hier irgendwo sein. Das passiert mit den dreckigen Ratten, welche die Republik betrügen. Er macht. Mein Tier wurde besiegt. Na, geht doch mal aus dem Weg. Bayek, ey. Tiere versus Fueris. Bayek von Siva? Yep. Bist du es wirklich, Bayek? Gerettet vom Helden meiner Kindheit? Unglaublich. Es ist so lange her. Wir sollten erst einmal hier verschwinden. Diese Schweinehunde werden Verstärkung schicken. Wir sollten hier nicht bleiben, Bayek. Ich folge dir. Ich dachte jetzt gerade, das ist aber wirklich weit entfernt. Hahaha. Ich habe befürchtet, dass du es bist, Aparte. Ich ertrug nicht, wie die römische Seuche sich verbreitet. Hast du gehört, was sie in Siva getan haben? Ich sah es. Hast du sie angegriffen? Ja. Der Hauptmann des Presinus-Feldlagers Severus ist ein psychotischer Schlechter. Jeden Tag findet er neue, kranke Arten, unser Volk leiden zu lassen. Und nachts geht er Gott weiß wohin und schmiedet seine Pläne. Wenn Severus lebt, ist der Aufstand nichts als Schall und Rauch. Es waren deine Stärke und Einstellung, die Chemo am liebsten hatte. Damals waren meine Tage mit Freiheit gefüllt. Dein Junge und ich jagten, lachten, lebten. Das ist alles, was ich für meine Kinder will. Dann werde ich den Peiniger töten, Aparte. Sieh ihm in die Augen und mach ihm klar, dass er ein Stück Scheiße ist. Ich rufe meine Freunde zusammen. Wenn du den Außenposten angreifst, schließen wir uns dir an. Okay. Tagsüber ist Servus im Prasinus Außenposten. Nachts verlässt er das Lager nur mit seinen treuesten Männern. Finde den Scheißefresser. Ich trommle die übrigen Freiheitskämpfer zusammen. Tu das. Ich werde ihn jetzt auf jeden Fall angreifen, weil ich jetzt auch schon mal in der Nähe bin. Kann ich eigentlich an meiner Ausrüstung noch wieder... Ah, ja, kann ich.
Sehr schön. Und kann ich jetzt auch wieder wechseln? Giftpfeile. Schöne Sache. Leopard hat es zwar nicht lange gemacht, aber es war auf jeden Fall eine Ablenkung wert. Da ist er. Den kriege ich doch jetzt. Müsste doch zu machen sein, oder? Wow. Ist aber nur noch ein treuer Mann. Hat's was gebracht? Ja, ist vergiftet. Dieser Ort, der Schrein, die Legion verliert ihren miesesten Schweinehund, Severus. Dieser Ort, der Schrein, er strahlt mit göttlicher Kraft. Das Orakel führt mich zu sich. Ich kann es fühlen. Aber Severus, diese Freiheitskämpfer sind nur Bauern und Frauen. Sie haben einige unserer Karawanen überfallen und belanglose Vorräte gestohlen. Aber sie sind nur ein Stein in Roms Sandalen. Nichts weiter. Mit kreativen Foltermethoden wirst du sie brechen. Ich hörte von einer Technik, bei der man Ratten in Kessel steckt und erhitzt, bis sie sich panisch durch die Bäuche ihrer Opfer wühlen, um der Hitze zu entkommen. Die Schreie sollen reichen, um Jupiter zu stürzen. Aber hebt ihr die beste Bestrafung für ihre Anführerin Apate auf. Die Kreuzigung, der langsame Verrätertod. General Agrippa. Opfer und Gebete für das Orakel von den guten Menschen der Kyrenaika. So, habe ich erledigt. Ach ja. Was das dann jetzt für eine Quest, die aufgegangen ist? Nee, die war da drinne, glaube ich. Hier in dem Tempel oder so. Apollons Leier. Apollons Lied. Ich spreche mit der Stimme des Lichts. Aha. Ich habe deine Präsenz in meinen Visionen gespürt, Adler. Apollon sprach von dir. Mhm. Der König weinte, als er den weißen Hirsch tötete. Denn es war die verzauberte Jägerin, blass und schön mit einem goldenen Strahlenkranz. Apollon befahl Gaia, des Königs Kummer sanft zu halten. Ein Tränensee hoch über den Ebenen. Der Sonnengott schlug mit seiner Faust in den Berg, nahm seine Geliebte mit hinein und sprach:
Niemand soll dich aufsuchen. Niemand außer dem Adler. Er wird hoch über den 5 Städten schweben, mit dem Strahlenkranz der Jägerin im Schnabel. Warum nennst du mich Adler? Dein ist das heilige Relikt, Adler. Finde es und erweitere deine Reichtümer.